Es ist der 20.11. und heute startet die WM in Katar. Und auch wenn einige von euch vielleicht erwartet haben, dass ich über die Weltmeisterschaft am heutigen Tag reden werde, dann liegt ihr damit falsch. Denn wir reden heute über Hannover 96, den einzig relevanten respektive interessanten Verein der Welt. Das heißt auch, der einzig interessante Kader in diesem Turnier ist der von Kamerun, denn da spielt Gael Ondua. Um den bzw. einige seiner Kompagnons soll es heute auch so ein bisschen gehen. Aber wir sprechen generell über den Winter und was ich glaube, was bei Hannover 96 passiert. Kann passieren, soll passieren, muss und passieren wird. Und wir sprechen auch über die wichtigste Markus Mann Masterclass. Das und mehr in diesem Video. Viel Spaß. Also laut Samuel Eto'o wird Gael Ondua am Ende sogar als Weltmeister nach Hannover zurückkommen. Was ja auch irgendwo logisch wäre, denn Ron-Robert Zieler ist der letzte Hannoveraner Weltmeister und Gael Ondua würde in seine Fußstapfen treten. Ich finde es zumindest relativ logisch, ob das wirklich passiert. Wir warten das Ganze mal ab, aber wie gesagt, es soll nicht um die WM gehen, sondern um Hannover 96. Und wenn euch das schon mal gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da auf dieses Video. Ich würde mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Es ist Winterpause, die Jungs sind mittlerweile unterwegs. Phil zum Beispiel chillt auf Island und auch alle anderen sind mehr oder weniger unterwegs, was völlig in Ordnung ist nach dieser sicherlich auch anstrengenden Hinrunde, die in der zweiten Liga ja bereits abgeschlossen ist, bevor es dann am 28.01. gegen den FC Kaiserslautern weitergeht. Heimspiel gegen Lautern, auswärts noch ungeschlagen, das heißt ein schwerer Gegner, aktuell Tabellenvierter, von dem man sicherlich nicht erwartet hätte, dass sie so weit oben in der Tabelle stehen, die das aber bisher super stark machen und dementsprechend wird es eine richtig große Aufgabe für uns dagegen zu halten. Ich habe gerade erst auf einem Meeting in Nürnberg, wo ich war, mehr dazu morgen im Vlog, einen Arbeitskollegen von mir kennengelernt, der Lautern-Fan ist. Von daher, jetzt habe ich auch noch ein persönliches Interesse daran, dass wir die wegknallen. Also noch größeres persönliches als sowieso schon. Und einer, der uns dabei helfen könnte, ist ein Mann, der sicherlich in der vergangenen Saison unser mitbester Feldspieler war und jetzt im Winter aber höchstwahrscheinlich mit einem Abgang kokettiert. Denn, auch wenn ich glaube, dass fast kein Team der Liga sicher vor Sebastian Kerk in Topform ist, so ist er anscheinend aktuell nicht in dieser Form und dementsprechend spielt er keine Rolle im Kader von Hannover 96, was ich persönlich sehr schade finde, weil ich Sebastian Kerk sehr mag und auch eingeschätzt habe, dass der an seine Topform der vergangenen Saison anknüpfen wird. Aber leider ist das bisher nicht passiert und auch bei seinen Einsätzen hat er nicht unbedingt gezeigt, dass er sich aktuell vor zum Beispiel ein Harvard Nielsen spielen kann oder sogar vor ein Hendrik Weidand, wenn man in die Doppelspitze eben vorne mit Maxi Bayer und Weidand reingeht, respektive mit Resoldi und Weidern, wem auch immer, dann ist Nielsen auf der 10 eben gesetzt und es gibt aktuell weder für ihn noch für Louis Schaub ein Argument, um ihn da zu verdrängen. Und das ist unerwartet, in meinen Augen zumindest, weil ich komplett damit gerechnet habe, dass sowohl Schaub als auch Kerk sich richtig aufdrängen würden. Aber zum anderen ist es auch ein bisschen schade, weil ich glaube, dass wir seine Karriere, nachdem er ja aus Osnabrück ablösefrei gekommen war, so ein bisschen nochmal reanimiert haben, beziehungsweise hat er das wahrscheinlich schon in Osnabrück gemacht. Aber die wenigsten hätten erwartet, dass er bei 96 so einschlägt, wie er dann am Ende eingeschlagen ist. Und dann ist natürlich ärgerlich, dass das im zweiten Jahr so nicht fortgeführt wird. Jetzt wird über einen Wechsel geredet oder zumindest mal spekuliert und einer seiner Ex-Vereine hat anscheinend auch Interesse an ihm und zwar der FC Nürnberg. Wäre natürlich für ihn ein schönes Comeback und ich könnte es hundertprozentig nachvollziehen, zumal er, glaube ich, den Nürnbergern auch gut tun würde. Zwar haben die viele kreative Spieler und ich bin ja auch der Meinung gewesen vor der Saison, dass sie zu einem der Aufstiegsfavoriten oder im Aufstiegsfavoritenkreis auf jeden Fall dabei sind. Bisher läuft das aber noch nicht so richtig gut, auch wenn Markus Weinz hier die letzten Leistungen stabilisieren konnte, unter anderem jetzt mit dem Sieg gegen Paderborn, wo Quadvodua ja doppelt getroffen hat. Dem könnte er sicherlich genauso wie Christoph da Ferner auflegen und gleichzeitig so ein bisschen das ja, Pendant bzw. den kongenialen Partner von Mats Möller-Daly geben. Grundsätzlich hat Nürnberg einen starken Kader, wenn man da auf Tempelmann schaut, wenn man da auf Geis schaut, wenn man auf Nürnberger schaut, der ja aber glaube ich, oder als Handwerker verletzt, Nürnberger, ach keine Ahnung, durch die ganzen Namen blicke ich nicht mehr durch, aber das zeigt ja schon, was die für eine Qualität haben. Das heißt, auch da hätte er sicherlich nicht einfach, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das ganz gut passen würde. Ich fände es super schade, wenn er gehen würde. Ich könnte es aber komplett verstehen, sowohl aus Vereinssicht als auch aus Spielersicht, weil natürlich möchte der Mann spielen, der letztes Jahr so gut gespielt hat. Und das wird bei 96 aktuell einfach schwierig, vielleicht auch, weil er da nicht in Form kommt. Wir haben es bei anderen Spielern gesehen, wie Florent Muslia, der bei Paderborn eine sehr gute Hinrunde gespielt hat, eine gute Rückrunde auch gespielt hat, dem keiner in Hannover eine Träne hinterher getrauert hat. Mittlerweile denkt man sich,
Hätte man ihm mehr Vertrauen geben müssen oder lag es vielleicht einfach daran, dass es bei uns nicht mehr geklickt hat? Das kann ja durchaus mal passieren und bei Hannover ist es ja nun mal auch so, dass im Sommer ein großer Umbruch stattgefunden hat und vielleicht passt das eben nicht mehr und auch Stefan Leitl spiele dir nicht mehr so zu Sebastian Kerk, wie man sich das gerne wünschen würde. Insbesondere, weil jetzt Sebastian Ernst auch noch zurückkommt. Es wird nicht einfacher. Wir haben im zentralen Mittelfeld quasi gar keinen Platz, auch auf der Doppel-8 bzw. 6 mit Fabian Kunze, Max Pesuschkow, Enzo Leopold. Da werden sicherlich auch Leute wie Erik Uhlmann nochmal ein Wort mitreden möchten oder mitreden wollen in der Rückrunde. Und auf der 10, ich habe es gerade schon angesprochen, haben wir Havard Nielsen, haben wir Sebastian Ernst, haben wir Louis Schaub, Sebastian Kerk, Antonio Foti. Da ist einfach extrem viel Konkurrenz und vielleicht würde es dann für ihn besser sein, wenn er geht. Zumal Markus Mann schon gesagt hat, man überlegt nicht wirklich Transfers zu machen, so aufgebläht wie der Kader ist. Transfers sind nicht ausgeschlossen, Zugänge aber nur dann, wenn auch Abgänge zu verzeichnen sind. Und da sehe ich Sebastian Kerk als mit wahrscheinlichsten. Ich würde es mir nicht wünschen, ich bin da ganz ehrlich, ich bin da ein bisschen befangen, weil ich ihn persönlich zu gerne mag. Aber wahrscheinlich ist er der Top-Abgangskandidat, das muss man ganz einfach so sehen. Und ich habe gerade im Intro, beziehungsweise, ja, im Intro habe ich ihn erwähnt und gerade in der Aufzählung für die defensive Mittelfeldposition nicht. Es ist aber ein Spieler, der sicherlich auch zu den Abgangskandidaten gehört, gerade auch wenn man vielleicht eine Ablöse noch für ihn erzielen möchte, und zwar Gael Ondua. Er ist ja da geblieben, er hat am Anfang der Saison gegen Lautern im Auswärtsspiel sogar in der Startelf gestanden, wurde relativ früh aber auch ausgewechselt, was vielleicht einige nicht unbedingt erwartet hätten, dass er sich vor Fabian Kunze reinspielt, ist dann aber ja relativ schnell rausgerückt und kommt auch nicht mehr an Kunze vorbei. Der macht das einfach zu gut seit seinem Wechsel von Arminia Bielefeld. Und das ist natürlich auch nicht die Rolle, in der Gael Ondua sich gerne wiederfindet. Der möchte natürlich auch spielen, der braucht seine Spielzeit, der möchte sich für die Nationalmannschaft empfehlen, hat das jetzt Gott sei Dank geschafft, mit zur WM zu fahren. Alles andere wäre sehr, sehr bitter für ihn gewesen. Aber nichtsdestotrotz hat der, glaube ich, nochmal ein bisschen was anderes vor in seiner Karriere, als in der zweiten Liga auf der Bank zu sitzen, wenn er denn die Möglichkeit bekommt. Und ich weiß nicht, ob er bei der WM eine Minute auch nur spielen wird, aber wenn er sich da empfehlen kann, dann könnte es natürlich durchaus sein, dass er andere Teams anzieht. Ich glaube nicht nach einer Doppel-6 mit Kunze und Ondua, das wäre zu defensiv und würde auch nicht zum spielerischen Ansatz von Leitl passen. Zum anderen glaube ich aber auch einfach nicht, dass er sich an Kunze vorbeispielt, weil der zu wichtig und zu stabil bisher in der Hinrunde war. Schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Meint ihr, da wäre noch ein Vorbeikommen für Ondua? Und meint ihr sonst auch, er wäre ein Wechselkandidat? Weil das sind die beiden Spieler, bei denen ich am ehesten sage, da könnte ich es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass da im Winter die Zeichen auf Trennung stehen. Beide sympathische Spieler, beide Spieler, die ich ungerne ja gehen sehen möchte. Ich bin aber da generell meistens befangen. Es gibt wenige Spieler, bei denen ich wirklich sage, ja, ist okay, dass ihr geht. Ja, Muslia war zum Beispiel einer von denen, wo ich aber auch gesagt habe, da könnten wir uns vielleicht irgendwann noch drüber ärgern, spielerisch. Haben wir uns jetzt im Nachgang, glaube ich, nicht unbedingt, weil wir uns auch gut genug verstärkt haben. Aber es wäre natürlich ärgerlich, wenn dann zum Beispiel ein Kerk in Nürnberg wieder richtig auftritt oder auch ein Ondua, vielleicht bei irgendeinem anderen Zweitligisten, vielleicht aber auch international. Englische zweite Liga könnte ich mir vorstellen, Türkei, ich habe keine Ahnung, wo es den hinverschlägt, hat ja auch in der Schweiz gespielt, vielleicht Frankreich oder sowas. Als Kameruner müsste er ja Französisch sprechen, da möchte ich mich jetzt aber nicht in die Nesseln setzen, ich weiß nicht hundertprozentig. Es wird auf jeden Fall interessant werden, ob einer von den beiden geht, wo er hingeht, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Oder habt ihr vielleicht noch jemand anders, der gehen könnte im Winter? Es gibt da ja durchaus Namen, die in letzter Zeit ein bisschen kursiert sind. Henrik Weidand, gibt es immer noch Leute, die sagen, vielleicht ist bei ihm irgendwie das Zeichen auf Abgang, kann ich mir aber persönlich überhaupt nicht vorstellen. Zum anderen solche Leute wie Louis Schaub, der jetzt nicht hundertprozentig überzeugen konnte, seit er Hannover, der angekommen ist er eben noch nicht, also seit er zu Hannover transferiert wurde. Ansonsten Yannick Dehm oder Same Roya sehe ich als sicher an, Sillebi und Köhn auf der anderen Seite auch. Ich sehe eigentlich keinen Spieler, bei dem ich wirklich sagen würde, keine Position, bei der ich sagen würde, ich glaube, da wird Wechsel stattfinden, außer eben diese zentraloffensive Position, weil die sehr, sehr stark und vielleicht ein bisschen überbesetzt ist und das defensive Mittelfeld einfach, weil ich glaube, dass Honduras Anspruch ein bisschen größer ist, dann könnte man darüber nachdenken, vielleicht sogar in der Innenverteidigung oder für die Innenverteidigung neue Leute zu holen. Natürlich, Wahlbrecht kann das theoretisch, vielleicht kann Uhlmann das sogar auch, vielleicht sogar Kunze im Notfall, aber wir haben halt für diese drei Innenverteidiger nur vier Leute zumindest bisher gesehen, und zwar Bright RMB, Luca Kreins, Phil Neumann und Julian Börner, und wenn einer von denen ausfällt, wie Phil, rot gesperrt, dann wird das teilweise schon ganz schön eng, und dann muss plötzlich, damit wir nicht drei Linksfüße in der Dreierkette haben, Yannick Dehm Innenverteidiger spielen. Das heißt, vielleicht wäre es da ganz smart, nochmal jemanden zu holen. Andererseits, du kannst natürlich auch zum Beispiel Yannick Lührs hochziehen, und wahrscheinlich ist das die bevorzugte Variante. Man sieht es nämlich bei 96, und das ist auch der große Vorteil, den wir haben. Und da steht ja auch im Titel mit dabei. Wir haben jetzt Geld bekommen, weil wir sehr viele Jugendspieler einsetzen. Es gibt da irgendwie so ein Prinzip von der DFL, wenn man U21-Spieler einsetzt in einem bestimmten Maße, dass man dafür entlohnt wird, weil man die Jugend fördert, weil man Nachwuchs fördert. Und das ist 96 halt extrem stark gemacht. Jetzt in dieser Hinrunde mit zum Beispiel Enzo Leopold, mit zum Beispiel Nicolo Tresoldi, mit Maxi Bayer etc. etc. Antonio Foti natürlich auch. Ja, ich bin gespannt, was dabei jetzt rumkommen wird, beziehungsweise ich bin gespannt, inwiefern sich das auch auf unsere Transferaktivitäten auswirken wird.
wird und natürlich insbesondere auch auf die Jugendarbeit, weil in den letzten Jahren wurde bei 96 oft kritisiert, ey, zieh doch mal die jungen Leute hoch, schlechter machen können sie es sowieso nicht, und ich habe immer gesagt, ey Leute, Piano, in der Situation, in der wir waren, war das quasi unmöglich, weil du hättest sie höchstwahrscheinlich verbrannt, aber jetzt, wo das Ganze funktioniert und wo der Ansatz von Stefan Leitl auch sehr, ich habe Bright RMB übrigens gerade vergessen, der ja auch erst 19 ist, jetzt, wo der Ansatz von Stefan Leitl sehr gut funktioniert und wo Markus Mann anscheinend auch darauf zu setzen scheint, warum nicht? Durchaus möglich, dass Lührs der Nächste wird, der hochgezogen wird. Es gibt allerdings noch einen anderen Spieler, den ich da sehr gerne sehen würde und den ich auch als einen der beiden Zugänge, Lührs zum einen und ihn zum anderen, relativ fix in naher Zukunft bei 96 sehe. Insbesondere im Hinblick darauf, dass Maxi Bayer nächsten Sommer Hannover verlassen wird und zu, ich sag mal, 96% nicht bei uns bleiben wird. Auch wenn er diese Saison im Formtief ist, das einen 20-jährigen Spieler auch mal gestattet. Ich glaube dennoch, dass der eine größere Zukunft hat oder eine größere Bandbreite an Option im nächsten Jahr als eben 96. Eine zweijährige Leihe ist schon relativ lang. Und auch wenn das bei Antonio Foti zum Beispiel auch so ist, ich glaube, 3 Jahre werden es nicht werden. Ich glaube, auch ein fester Wechsel wird es nicht werden. Das wird Hoffenheim nicht mitmachen. Die werden den selber aufbauen wollen. Auch gerade zu André Breitenreiter passt er in meinen Augen sehr, sehr gut. Ist so ein bisschen die deutsche Variante von Ilas Bebou, der ja leider Gottes die Hinrunde jetzt verletzt war, aber auch wiederkommt. Vielleicht kann er den implementieren. Es wird auf jeden Fall interessant und ich glaube, Bayer werden wir nicht sehen. Aber damit machen wir den Platz frei für jemanden, der in der zweiten Mannschaft bisher sehr gut gespielt hat und der ja auch gezeigt hat, dass er die 1-gegen-1-Qualität hat, dass er das Tempo hat, dass er dribbelstark ist, dass er ja einfach Bock hat. Oh Gottes Willen, jetzt werfe ich fast mein Mikrofon um, dass er Bock hat und dass er, ja, ich sag mal, einfach den Drang hat, auch sicherlich bei den Profis zu spielen. Ich hoffe, die Soundqualität war jetzt nicht gerade zu schlecht, es tut mir leid. Und zwar, unser 7-Tore-Mann aus der zweiten Mannschaft, Thaddäus Monjumuhulu. Ich gucke jetzt gerade nochmal auf die Leistungsdaten, 214 Minuten pro Tor aktuell in der Regionalliga Nord. Und einfach sehr, sehr gut unterwegs. Schaut euch mal die Highlights von ihm an. Sein Papa hat auch im September schon Hannover 96 Profis, hier kommen wir, geschrieben. Es ist sicherlich nicht ganz einfach, ihn davon zu überzeugen. Allerdings ist Markus Mann ja bekanntermaßen jemand, der scheinbar sehr guten Job macht und dementsprechend sollte er auch bei ihm Chancen haben, aber RB Leipzig ist an ihm interessiert und der erste FC Köln. Wir wissen, gerade bei Köln ist das Geld sehr, sehr knapp. Die überlegen anscheinend gerade Fabian Rehse zu holen. Das heißt, man sieht, die gucken auch in die zweite Liga schlicht und ergreifend, weil die finanzielle Situation nicht ganz einfach ist. Und RB, wenn die klopfen und ein Talent haben wollen, dann kann das laufen wie bei Brobbery, wie auch immer der hieß. Aber es kann natürlich auch anders laufen. Es kann auch laufen wie bei Nkunku, es kann laufen wie bei Soboschlei. Und vielleicht sieht das ein Thaddäus Monjumuhulu, ist ein schwieriger Name, tut mir leid, vielleicht sieht er das auch so. Muss man abwarten. Wäre natürlich cool, wenn wir nächste Saison vorne mit ihm und mit Nicolo Tresoldi gegebenenfalls spielen sollten. Wird wahrscheinlich nur realistisch, wenn wir nicht aufsteigen, wovon ich aber auch nicht ausgehe. Es wird interessant werden. Schreibt mir auch dazu gerne eure Meinung in die Kommentare. Meint ihr, Markus Mann kann ihn überzeugen und meint ihr, dass das eine interessante Option insbesondere für die nächste Saison wäre? Ich glaube, in der Rückrunde würde er, wenn er überhaupt, rangeführt werden. Das ist ja auch erstmal ein Sprung. Tresoldi hat auch noch nicht getroffen bei den Profis, aber ich fände es interessant zu sehen. Und Baby Tresoldi, wie ich ihn gerne nenne mit seinen 18 Jahren, der wird nächstes Jahr sicherlich auch nochmal einen Schritt machen. Da kann man von ausgehen, wenn er sich in seiner Entwicklung stagniert, dann ist das zu erwarten und spätestens, wenn der sein erstes Tor hat, glaube ich, wird das auch ein Brustlöser sein. Tore hat Thaddäus auf jeden Fall schon gemacht, von daher, warum nicht auch bei den Profis? Sehe ich relativ wenig, was dagegen spricht. Wo ich auch nochmal gerne eure Meinung zu haben würde, ist Frank Ewiner. Der ist ja von den Profis degradiert worden, mehr oder weniger, spielt mittlerweile jetzt eben in der zweiten Mannschaft, nimmt da aber alles ziemlich auseinander. Eigentlich wurde gesagt, es gibt keinen Weg mehr zurück. Er wollte ja dafür kämpfen, er wollte ja gerne zurückkommen zu den Profis und hat das auch angekündigt, dass er das versuchen würde. Das war zumindest im Sommer der Stand der Dinge. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat oder ob dazu nochmal was gesagt wurde, aber das war auf jeden Fall mein Stand und er macht es da ziemlich gut. Ich gucke jetzt gerade mal nochmal in seine Leistungsdaten hier rein parallel, aber das wäre auf jeden Fall auch jemand, der vielleicht interessant wäre, auch wenn wir seine Position natürlich gerade nicht haben, zumindest seine klassische nicht. Denn der ist ja in dem Sinne eigentlich ein Flügelspieler und spielt allerdings, glaube ich, eher auf einer anderen Position. Und zwar einer, der wir gerade im System halt nicht haben, und zwar der Flügelposition. Kann sicherlich auch Stürmer spielen, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Bei Kicker sieht man seine Leistungsdaten nicht, aber ich glaube, hat schon ordentlich genetzt. Ich trage es mal in den Kommentaren nach. Schreibt mir das auch mal rein. Also ihr habt relativ viel zu tun heute, aber das auch nochmal vielleicht interessant. Ist Frank Ewiner jemand, der, ja, eine Option für die Profis ist. Wieder. Jetzt habe ich schon so lange gequatscht, dass ich mein Thema, was ich am Anfang angesprochen habe, die wichtigste Markus Mann Masterclass, wahrscheinlich aufs nächste Video verlege, aber ich sage es hier trotzdem, weil ansonsten wäre das ja Quatsch gewesen. Die wichtigste Markus Mann Masterclass wird sein, sich selber zu halten. Denn sein Vertrag läuft, wie ihr sicherlich wisst, nächsten Sommer aus. Und gerade mit dem unruhigen Umfeld bei 96, wo ja auch wir jetzt aktuell nicht geglänzt haben in den letzten Monaten mit der ganzen Geschichte mit Martin Kind, wird es schwer, ihn zu halten. Sicherlich bei der Arbeit, die er macht. Andererseits, sag niemals nie, und ich kann mir auch vorstellen, dass er bleiben möchte.
Ich gehe noch mal im nächsten Video genauer darauf ein, wie ich das sehe, warum ich das wie sehe. Aber schreibt mir dazu, nee, braucht ihr noch nicht reinschreiben. Aber ihr könnt mir zumindest mal reinschreiben, ob ihr auch glaubt, dass das die wichtigste und größte Markus Mann Masterclass ist oder ob das irgendeine andere ist. Vielleicht ist es irgendein Spieler, Harvard Nielsen zum Beispiel. Ich glaube, das wäre die größte, auch im Verhältnis gesehen. Definitiv. Und dann soll es für heute gewesen sein. 15 Minuten reicht, glaube ich, auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dahin. Ich bin nächste Woche in Holland. Das heißt, ich weiß noch nicht, wie das nächste Setup aussehen wird. Wenn dann wahrscheinlich mit schlechtem Sound, weil ich mein Mikro definitiv nicht mitnehme. Wenn ich unter der Woche ein Video mache, dann ja, sehen wir uns dann ansonsten nächstes Wochenende. Bis dahin, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Und